Hallo Leute, hier ist Bitty, euer Bitcoin-Trading-Informant und heute ist der 24. Juli und hier ist euer tägliches 5-Minuten-Turbo-Bitcoin-Update. Los geht's! Hier ist Bitcoin, wir sind hier im Tageschart. Jede Kerze hier ist ein Tag. Und gestern sagte ich euch, Achtung Leute, wir haben hier die Mittellinie als Widerstand und die haben wir gestern Abend auch noch durchbrochen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr fein, das ist sehr bullish. Wir sind nun unterwegs in Richtung Bollinger Band, in Richtung hier oben an diesem Punkt 35.100. Hier ist momentan unser Bollinger Band, wenn wir uns das hier auf dem Tageschart so ansehen. Das große Ziel nach oben ist natürlich die 41.000 zu diesem Widerstand und unten haben wir natürlich unseren großen Support, das sind die 29.7. Momentan bewegen wir uns ganz schön in diesem Bollinger Band Richtung nach oben. Was ist jetzt die große Geschichte? Auf was müssen wir jetzt achten? Ja, Leute, wir sind ja jetzt erstmal im Tageschart hier gesehen und jetzt mal hier dieses Ribbon Band. Wir sind hier im Ribbon Band. Wir sahen hier schon mal einen Kampf gegen das Ribbon Band, haben diesen Kampf verloren, wieder nach unten. Jetzt wiederum unten angetestet, 29.000, wieder nach oben, wieder der Kampf mit dem Ribbon Band. Und das ist jetzt die große Frage. Können wir das Ribbon Band nach oben durchbrechen oder nicht? Das ist jetzt wirklich die ganz, ganz große Frage. Ansonsten gibt es noch zu sagen, hier ist die EMA 200, die liegt momentan bei 38,5. Auch da müssen wir ein Auge drauf werfen. Sollten wir nach oben durchbrechen können, wäre dies natürlich sehr, sehr bullisch. Und hier haben wir den nächsten Widerstand bei 38,5. Jetzt aber mal rein hier. Und wir schauen uns jetzt mal den RSI an. Nicht das EMA Ribbon, nicht das Bollinger Band, sondern den RSI Relative Strength Index. Wo ist er schon? Da ist er schon. So, da sind wir auch schon. Relative Strength Index auf der Unterseite. Wir sind hier im Tageschart bei 53 Punkten. Das ist alles okay. Ich habe euch auch gesagt, Leute, Achtung, Achtung. RSI am Tageschart hat hier diese Linie, diese hier. Und die konnten wir mit dem heutigen Spike nach oben hin durchbrechen. Das ist sehr, sehr bullish. Endlich konnten wir diese Linie nach oben durchbrechen. Auch das ist jetzt bullish und wir haben jetzt einen tollen neuen Support. Das ist jetzt diese Linie. Vielleicht testen wir diese Linie jetzt auch nochmal an und es geht nochmal ein bisschen runter auf den Retest. Und dann groß nach oben, das werden wir uns jetzt auch mal genauer anschauen im 4-Stunden-Chart. Was sagt uns der 4-Stunden-RSI? Und Achtung, 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 im 4-Stunden-RSI sind wir überkauft. Wir haben den RSI bei 71 Punkten überkauft. Alarm, 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 das müssen wir jetzt mal beachten. Das ist gar nicht mal so gut. Okay, lassen wir den RSI weg. MACD ist bullish, sowieso eh klar. Und jetzt schauen wir uns hier mal das Ribbon Band an. Hier mit diesem Long sahen wir einen schönen Einstieg, hier einen erneuten Einstieg. Und hier mit dieser grünen Kerze, einer bestätigten Kerze überhaupt oberhalb dieses EMI 200 vom 4-Stunden-Chart, ist das natürlich ein sehr, sehr bullischer Ausbruch. Und das ist jetzt unser Support. Unser Support, wenn wir uns das jetzt anschauen, am 4-Stunden-Chart liegt bei 33,5. Das sollten wir uns jetzt drüber halten. Sollten wir unter 33,5 wieder kommen, Achtung, Achtung, Alarm. Aber momentan ist das sehr bullisch mit 33,5 nach oben. Gefällt mir sehr gut. Wie schaut das Ganze aus im Stundenchart? Auch im Stundenchart sind wir hier sehr bullisch. Wir sehen hier das Ribbon Band, wir sehen unten die EMA 200 und es geht hier richtig, richtig schön nach oben. Wir können jetzt eines machen im Stundenchart. Wir machen jetzt einen parallelen Kanal von hier unten über diesen Punkt nach oben. Das ist unser momentaner wunderschöner Aufwärtskanal, wo wir drinnen sind. Und ihr seht auch schon, wo wir jetzt momentan kämpfen. Hier, wir kämpfen mit der Mittellinie unseres Aufwärtskanals. Wir sind momentan wieder unter der Mittellinie. Sollten wir auch noch hier drüber kommen, wäre das ultra bullisch und auch noch ganz, ganz schön. Aber für den Moment sind wir hier unterhalb der Mittellinie. Vielleicht nochmal ein Retest nach unten. Vielleicht auch nochmal unter das Bollinger Band. Unter Bollinger Band und das EMA Ribbon Band. Bei 33.000 wäre hier der Support, das wir beachten müssten. Da sollten wir auch drüber bleiben. Ansonsten ganz, ganz wichtig, unser nächster Support liegt bei EMA 200 bei 31.1, 31.2 hier in etwa. Der große Support. Was ist jetzt eigentlich unser Ziel nach oben? Jetzt erstmals, Leute, ganz, ganz wichtig, wir müssen unbedingt diesen Widerstand durchbrechen, diesen hier. Das war unser letztes Hoch. Wir brauchen nun ein höheres Hoch. Das ist sowas von wichtig. Und dieses Hoch liegt hier momentan bei, Widerstand ist immer rot, ihr wisst es ja, das liegt jetzt hier momentan bei 34,6. Wir müssen 34,6 übertreffen. Das wäre ganz, ganz gut. Wir müssten da drüber. Das wäre sehr bullisch. Solange wir da noch drunter sind, haben wir hier kein höheres Hoch und haben wir hier noch ein Problem. Da müssen wir jetzt erstmal drüber.
Das ist das Nächste, was wir beachten müssen. So, schauen wir ganz schnell in den 15-Minuten-Chart hinein. Was sagen die Tour-Trader hier? 15-Minuten-Chart, auch schön, neue Long-Position. Wir sind hier mit einem grünen Ribbon-Band unterwegs und auch im 15-Minuten-Chart haben wir ganz, ganz schön hier dieses Ribbon-Band als Support, kämpfen hier an der Mittellinie. Sehr, sehr nice. Wichtig ist, wir müssen über 33 bleiben, wenn wir uns diesen Aufwärtshaken hier anschauen. Ganz gut. Und auch hier kommt die EMA 200. Da sollten wir jetzt auch drüber bleiben. Ganz wichtig hier bei diesem kleinen Bullrun hier, wir müssen über der EMA 200 bleiben. Ihr seht es auch schon, hier angetestet, kleiner Spike nach unten, keine bestätigte Kerze, bam, nach oben. Vielleicht jetzt wieder einmal unten anschlagen, wäre möglich, 33 und bam, nach oben. Also Leute, das sind die großen Ziele hier für heute und für morgen vielleicht. Wir sehen aber morgen beim Sonntagsupdate. Da werden wir uns, ich hoffe, wir sehen uns da wieder und da werden wir das Ganze ein bisschen noch genauer beachten und auch vielleicht die nächsten Ziele schon festlegen können. Ansonsten, Leute, ist das Ganze schon mal recht bullisch. Noch bullischer wäre es, wenn wir hier diese 34,6 durchdringen können. Das ist hier unser Widerstand, unser letzter Hoch, da müssen wir drüber. Leute, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, ein nettes Kommentar, freue mich immer wieder. Danke Heinz, danke Nick, auch Higi und für alle anderen, die mir ein nettes Kommentar da lassen wollen, sehr, sehr, sehr gerne. Dankeschön, Leute, für euren Support. Macht es gut, bis morgen. Euer BT, euer Bitcoin Trading Informant. Ciao, ciao.